So, das wird eine VA für den Kanal Blinkenstein 1966. Hallo Miki, herzlichen Glückwunsch zu weit über 100 Abonnenten. Ich glaube, du bist jetzt bei 134. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald die 500 knackst. Toller Kanal, guck immer wieder gern deine Videos. Ja, wir hatten uns ja auch schon ein paar Mal ausgetauscht über YouTube. Macht Spaß mit dir zu schreiben. Und weiterhin alles Gute für deinen Kanal. Du wolltest ja von uns, dass wir eigentlich ein Kanu schnitzen mit dem Löffel. Das hätte ich mal richtig klasse gefunden, weil es so schön verrückt ist. Vielleicht muss ich da schnitze ich mal ein Miniaturkanu. Muss mal ausprobieren, ob das geht. Ich meine, mit einer Kelle kann man ja auch schnitzen, wenn man den Löffel richtig scharf macht. Und dann so ein kleines Kanu, das könnte durchaus funktionieren. Mal gucken, ob ich das vielleicht aus Gag mal demnächst ausprobiere. Mal sehen. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Aufgabe, Kopfbedeckung. Ja, was gibt's da? Was habe ich da? Was benutze ich da selbst? Ja, meistens Richtung Baseballkappe. Sowas trage ich ganz gern. Oder ja, die alte NVA-Schirmmütze in dem Strichtarnmuster. Die hat jetzt noch ein paar Farbreste, die hatte ich mal beim Streichen an. Das ging leider nicht mal ganz raus. Aber besser die Mütze ein bisschen mit Farbe eingesaut wie ein Kopf. Oder falls ich mal wieder den Jakobsweg laufe, habe ich mir so einen Schummelhut gekauft. Weil bei den Baseballkappen sind immer hier die Ohren frei und da hilft auch keine Sonnencreme, wenn man 8 Stunden läuft. Da hat man immer einen Sonnenbrand auf den Ohren, das nicht wirklich angenehm ist. Und deswegen habe ich mir so einen Schummelhut gekauft. Da sind die Ohren schön geschützt und da dürfte man auf jeden Fall vor der Sonne halbwegs sicher sein. Das passt dann. Ja, ansonsten halt ab und zu mal Tücher. Klein, groß, verschiedene Varianten. Ich habe jetzt alle rausgeholt, aber das habe ich so an Kopfbedeckung. Gut, dann hattest du noch eine zweite Aufgabe. Wozu haben wir uns bei YouTube zum Kauf verführen lassen? Das war hier bei mir zum Beispiel dieses Tomahawk von Cold Steel. Definitiv kein Fehlkauf. Ein richtig schönes Teil. Vielleicht noch kurz dazu was zu sagen, was habe ich daran verändert. Also das war ungefähr jetzt so lang, ging bis hier. Ich habe es ein bisschen gekürzt, hier noch ein Loch gebohrt, ein Stück Paracord durchgemacht. Den ganzen Stiel, der war so extrem hell, den mit einer Lasur bearbeitet. Dann habe ich noch so vom alten Campingbeil diese Hülle gehabt, die war zu eng. Die mit Öl und ja, Schuhcreme eingefettet, dadurch wurde dies ein bisschen weiter und ließ sich stehen. Passt jetzt hier optimal als Schneidenschutz drüber. Dazu habe ich mich verführen lassen zum Kauf durch ein paar YouTube-Videos und ja, die habe ich mir halt gekauft damals, um eine kleine Axt zu haben. Ist auch soweit ganz okay. Hier hat man noch so einen kleinen Hammer, die macht auch Spaß. Ja, dazu habe ich mich praktisch über YouTube-Videos zum Kauf hinreißen lassen. Gut, das soll meine Videoantwort für dich gewesen sein. Ich wünsche dir und deinem Kanal weiterhin alles Gute. Ich hoffe, die Videoantwort gefällt dir. Und ja, mach weiter so und bis demnächst im Wald. Schönes Wochenende noch. Tschüss.